Am 14. August 1972 konnten die Menschen in der Ortschaft Königs Wusterhausen bei Berlin, als sie in die Wolken schauten, ihren Augen nicht trauen. Über ihren Köpfen war gerade das brennende Heckteil eines Langstreckenflugzeuges vom Rumpf der Maschine abgerissen und stürzte zusammen mit dem Rest des Fliegers vom Himmel. Was sie da sahen, war die modernste Passagiermaschine der DDR-Fluggesellschaft Interflug, die sich im Sinkflug in ihre Einzelteile auflöste und mit 156 Personen an Bord zu Boden ging. Dieses Unglück sollte bis heute der schwerste Flugzeugabsturz auf deutschem Boden bleiben und warf bei all der Trauer und dem schrecklichen Leid vor allem eine Frage auf. Was genau war mit dem Interflugflug 450 passiert? Die Geschichte des Interflugfluges IF-450 begann am Nachmittag des 14. August 1972 am Ostberliner Flughafen in Berlin-Schönefeld. An diesem Montag wird die Passagiermaschine des russischen Flugzeugtyps Ilyushin IL-62 für ihren Flug von Berlin ans Schwarze Meer und seinen Zielflughafen im bulgarischen Burgas vorbereitet. Die IL-62 war das erste mit Strahltriebwerken ausgestattete Langstreckenverkehrsflugzeug der Sowjetunion und stieg für die Länder des Warschauer Pakts ab dem März 1967 im Regelbetrieb in die Lüfte. Ein besonderes Merkmal des Fliegers war, dass sich die vier Triebwerke im Heck der Maschine befanden, was weitere bauliche und aerodynamische Besonderheiten nach sich zog. Der Flieger mit dem Kennzeichen DMSEA war ein Teil der Flotte der staatlichen DDR-Fluggesellschaft Interflug und war seit dem April 1970 im Dienste des ostdeutschen Luftfahrtbetriebs. Das Flugzeug absolvierte bis dahin rund 3.520 Flugstunden ohne nennenswerte Zwischenfälle. Die IL-62 war hauptsächlich für Langstreckenflüge in weit entfernte Reiseziele wie Hanoi, Khartoum oder Havanna vorgesehen, wurde aber zur Ferienzeit auch für nähere Destinationen, wie das nur knapp 1000 Kilometer entfernte Bulgarien, bereitgestellt, um den steigenden Bedarf an Urlaubsreisen in der DDR gerecht zu werden. Für die 148 Fluggäste an Bord der Ilyushin IL-62 war es ohne Frage ein besonderer Tag. Denn zur damaligen Zeit war Fliegen für viele Menschen noch ein einmaliges Erlebnis. Besonders für Bürgerinnen und Bürger der DDR war eine solche Flugreise in ein entferntes Urlaubsland ein besonderes Privileg, von dem man Freunden und Familie bereits mehrere Wochen vorher aufgeregt erzählt hatte und auch Jahre danach noch in Erinnerung schwelgen würde. Gegen 16 Uhr stellten die vier Flugbegleiterinnen Marlis Zidanik, Barbara Scholz, Monika Atanasov und Gabriele Scheller die Passagiere auf den bevorstehenden Start ein und wiesen ihre Fluggäste auf die Sicherheitsbestimmungen für den Flug hin. Währenddessen führten im Cockpit der Ilyushin die Piloten ebenfalls die letzten Vorbereitungen für den Start durch. Flugkapitän Heinz Pfaff, der bereits mehr als 8100 Flugstunden gesammelt hatte und unter anderem schon mit den Vorgängermaschinen IL-14 und der IL-18 vertraut war, wurde unterstützt von seinem Co-Piloten Lothar Walter mit 6041 Flugstunden, dem Navigator Achim Felenius mit 8570 Flugstunden und Flugingenieur Ingolf Stein mit 2258 Flugstunden. Der IF-450 hob pünktlich gegen 16.30 Uhr vom Flughafen in Berlin-Schönefeld ab. Der Start und die ersten Minuten des Fluges verliefen problemlos und das Bordpersonal begann kurz nach dem Abheben damit, den Service vorzubereiten. Gegen 16.43 Uhr erreichte der Interflugflug eine Flughöhe von knapp 9000 Meter und war bereits um 10 Grad vom eigentlichen Kurs abgewichen, als die Besatzung ein Problem mit der Trimmung des Höhenleitwerks bzw. dem Stabilisator bemerkten. Die Trimmung des Höhenleitwerks bezieht sich auf die Feinabstimmung der Stellung des Höhenruders eines Flugzeugs. Es wird primär dafür genutzt, um die Neigung des Flugzeugs in Bezug auf seinen Flugpfad zu stabilisieren und den Bedarf an ständiger manueller Höhenjustierung durch die Piloten zu reduzieren. Während eines Fluges verändern sich verschiedene Faktoren wie Wetter, Gewicht und Luftwiderstand, was bewirkt, dass das Flugzeug dazu neigt, seine Nase nach oben oder unten zu bewegen. Der Pilot stellt die automatische Trimmung so ein, dass bei einem bestimmten Leistungslevel, wie zum Beispiel der festgelegten Reisegeschwindigkeit, das Flugzeug stabil und ohne weitere manuelle Korrekturen auf der gewünschten Höhe fliegt. Da sich die Trimmung des Höhenleitwerks auch nach mehrmaligen Versuchen nicht kontrollieren ließ,
kontaktierten die Piloten den Tower in Schönefeld und baten um die Erlaubnis, ihren Flieger umzukehren und zum Startflughafen zurückkehren zu dürfen. Leicht südlich von Cottbus flog die EL-62 um 16.44 Uhr also eine Rechtskurve und richtete den Kurs zurück nach Berlin-Schönefeld aus. Im Rumpf des Flugzeugs merkten nun auch die 148 Passagiere, dass etwas nicht stimmte. Mit einer Umkehr des Fliegers hatten sie natürlich nicht gerechnet. Was allerdings niemand der 156 Menschen an Bord des Fliegers ahnte, war, dass sich außerhalb der Druckkabine in einem Lagerraum im Heck der Maschine eine undichte Heißluftleitung befand. Über diese Leitung wird im Normalbetrieb 300 Grad heiße, sogenannte Zapfluft aus dem Triebwerk entnommen, um die Temperatur im Flieger zu regeln. Die extrem heiße Luft, die aus dem Leck austrat, beschädigte dann die Isolierung von elektrischen Kabeln, die im Heck verliefen. Das führte zu einem Kurzschluss und zu einem Funkenschlag, der umliegende Magnesiumlegierung entzündete und einen bis zu 2000 Grad heißen Brand entfachte. Eine der beschädigten elektrischen Leitungen war für die Höhenflossensteuerung zuständig. Da es aber kein Sichtfenster zu diesem Heckraum gab und auch keine Brandmelder verbaut waren, war der Crew nicht bewusst, dass das Problem auf einen Brand im Heck des Flugzeuges zurückzuführen war. Gegen 16.51 Uhr entschieden sich die Piloten, den Treibstoff in ihrer Maschine abzulassen, damit sie trotz der kurzen Flugdauer eine Überlastlandung in Schönefeld vermeiden könnten. Ein normales Manöver, das häufig bei außerplanmäßigen Landungen durchgeführt wird, da das getankte Flugbenzin natürlich fast noch komplett unverbraucht war und aufgrund des hohen Gewichts des Treibstoffs die Gefahr besteht, dass das Flugzeug bei der Landung hart aufschlägt, die Landebahn verfehlt oder dass das Kerosin sich entzündet. Ein paar Minuten später aber drang der Rauch vom Heck in die Druckkabine des Flugzeuges ein und der Besatzung und den Passagieren wurde klar, dass es sich nicht nur um einen kleinen technischen Defekt handeln würde. Eine der Stewardessen meldete die Rauchentwicklung bei den Piloten, die bereits große Schwierigkeiten hatten, das Flugzeug auf Kurs zu halten. Die Flammen im Heck entzündeten unterdessen mehrere Kanister mit hochbrennbarer Enteisungsflüssigkeit. Nun standen auch die ersten Teile der hinteren Druckkabine in Brand und das Cockpit verlor jegliche Kontrolle über die Höhenflosse und das Höhenruder. Um 16.59 Uhr erreichte die Flugsicherung in Berlin noch ein letzter Notruf von der nun völlig außer Kontrolle geratenen EL-62. Mayday, Mayday, Probleme Höhe zu halten. Hatten Brand. Haben Schwierigkeiten mit der Höhensteuerung. Wenige Sekunden später nahm das schreckliche Unheil seinen Lauf. Im Himmel über Königs Wusterhausen verlor das brennende Heckteil der sich bereits im starken Sinkflug befindenden IR-450 seine strukturelle Stabilität und brach vom Rumpf des Flugzeuges weg. Direkt danach kippt der Rumpf der Maschine kopfüber ab, ehe auch das Cockpit vom Rest des Fliegers abgerissen wird und die Trümmerteile auf einer Grünfläche in Königs Wusterhausen einschlagen. Der kleine idyllische Ort vor den Toren Berlins wurde von jetzt auf gleich zum tragischen Schauplatz des schwersten Flugzeugunglücks auf deutschem Boden. Innerhalb kürzester Zeit erreichten zwar die ersten Rettungskräfte die Unfallstelle, aber es wurde schnell klar, dass hier jede Hilfe zu spät kommt. Niemand der 156 Personen an Bord der Ilyushin 62 hatte aufgrund des starken Aufschlags eine Chance, den Absturz überleben zu können. Einzig dem heroischen Einsatz der Piloten ist es zu verdanken, dass keine weiteren Todesopfer am Boden zu beklagen waren. Sie hatten mit einem letzten Manöver verhindern können, dass die Maschine auf den geschäftigen Bahnhofsvorplatz von Königs Wusterhausen eingeschlagen wäre. Viele der Hinterbliebenen erfuhren erst spät in der Nacht oder am nächsten Tag davon, dass ihre Freunde und Familien bei dem Absturz ums Leben gekommen waren. Auf eine Erklärung für die Absturzursache mussten sie allerdings noch länger warten. Das war aber nicht, wie bei vielen anderen DDR-Unglücken, nur auf den fehlenden Willen der Regierung, den Unfall aufzuklären, geschuldet, sondern fußte vor allem auf die Gründlichkeit der Unfallermittler, die sichergehen wollten, dass die Absturzursache eindeutig geklärt wird, um ähnliche Katastrophen bei der restlichen Interflugflotte vorzubeugen. Selbstredend war man von politischer Seite natürlich aber schon darauf bedacht, dem Ruf des sowjetischen Flugzeugbauers Ilyushin nicht zu schaden. Daher dauerte es fast einen Monat, bis der Untersuchungsbericht vorgestellt und die Absturzursache veröffentlicht wurde. Dieses Informationsvakuum füllte die freie Presse aus dem Westen schnell mit allerlei Spekulationen. Unter anderem wurde publiziert, dass das Flugzeug aufgrund des Treibstoffablasses in seiner eigenen Kerosinwolke explodiert wäre. Zudem warf man den Piloten vor, dass sie nicht direkt in Cottbus notlandeten, sondern nach Berlin zurückgeflogen waren und dadurch wertvolle Zeit verloren hatten.
Auch die russische Delegation der Ermittler versuchte zunächst, die Schuld bei der Besatzung zu suchen. Sogar über einen Terroranschlag wurde gemutmaßt. Bald konnten die Unfallermittler der Interflug und die zuständigen Behörden diese haltlosen Theorien jedoch zweifelsfrei widerlegen. So kam die Untersuchungskommission zu dem eindeutigen Ergebnis, dass die undichten Heißluftkanäle im Heckteil des Fliegers den Brand und damit den Absturz ausgelöst hatten. Vom sowjetischen Flugzeugbauer Ilyushin war vorgesehen, dass die dortigen Dichtungsringe nach 200 Flugstunden ab ihrer letzten Wartung ausgetauscht hätten werden müssen. Diese Anweisung hatten die Mechaniker der Interflug aber nie erhalten, was dazu führte, dass eine der Systemklappen der Klimatisierungsleitung undicht wurde und sich mit jedem Flug weiter zersetzte. Aus diesem Leck trat dann über längere Zeit die 300 Grad heiße Luft aus und zermürbte Stück für Stück die Isolierung der elektrischen Kabelleitungen im Heck der Maschine. Diese Entwicklung konnte tatsächlich ebenso bei einigen anderen IL-62-Maschinen der Interflugflotte festgestellt werden, bei denen sich auch erste Spuren von extremer Hitzeeinwirkung an der Elektronik im Heckteil abzeichnete. Die Fliegercrew um Kapitän Pfaff konnte entlastet werden, da sie aufgrund fehlender Brandmelder und Sichtfenster die Störung des Hecktrimmers nicht auf einen Brand zurückführen konnten. Der fehlerhafte Stabilisator hätte genauso gut von einem einfachen mechanischen oder elektronischen Problem ausgelöst werden können. Daher war ihre Entscheidung, zurück zum Startflughafen zu fliegen, nachvollziehbar und fand großflächige Unterstützung in allen Pilotenkreisen. Für die Fluggesellschaft Interflug war das Unglück ein schwerer Schlag. Und das nicht nur, weil es das erste Unglück mit Todesopfern für die damals erst 14 Jahre alte Airline war, sondern weil die Mitarbeiter der Fluggesellschaft eine eingeschworene Gemeinde waren und sich als eine große Familie verstanden. Der tragische Verlust der 8 Crewmitglieder hatte sie empfindlich getroffen. Offiziell wurden die baulichen Mängel von Seiten des Konstruktionsbüros der Ilyushin nie bestätigt. Allerdings wurde in den folgenden Monaten an der IL-62 und an ihren Nachfolgemodellen vom Hersteller Veränderungen vorgenommen, zu denen die bessere Isolierung der elektrischen Leitungen und das Anbringen von Brandmeldern, Löscheinrichtungen und die Installation eines Sichtfensters im Heckraum gehörten. Die DDR-Regierung setzte sich nicht weiter dafür ein, dass die Versäumnisse des Flugzeugherstellers Ilyushin großflächig publik gemacht wurden und Honecker persönlich veranlasste, dass eine weitere Verfolgung des Falls nicht weiter vorangetrieben werden sollte. Nachdem der Flugbetrieb mit der IL-62 nach der Aufklärung der Unfallursachen und den Sicherheitsanpassungen wieder aufgenommen wurde, traten keine weiteren Probleme mehr mit den Heißluftkanälen auf. In der Nähe der Absturzstelle in Königs Wusterhausen erinnert bis heute eine Gedenktafel an das Unglück und seine Opfer. Auf dem Friedhof der benachbarten Stadt Wildau befindet sich ein Sammelgrab und ein Denkmal für 60 Passagiere, die nach dem Absturz nicht mehr identifiziert werden konnten. Vielen Dank für das Anschauen des Videos. Wenn euch das Video trotz des schwierigen Themas gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar und besonders über ein Abo für den Kanal freuen. Auf meinem Kanal findet ihr weitere Videos zu bekannten oder weniger bekannten Katastrophen und Unglücken aus unserer Geschichte. Ich bedanke mich bei allen für die tolle Unterstützung und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen.